So, jetzt haben wir ja die letzte Auswahl war außen, wenn ich mich richtig entsinnen kann. Und wir invertieren jetzt wieder die Auswahl. Jetzt ist der Dreibeiner nur noch ausgewählt. Wir gehen hin und kopieren das Ding hier. Bearbeiten, kopieren, bearbeiten und einfügen als neues Bild. So. Und jetzt haben wir den Dreibeiner, nur den Dreibeiner. Das Karo-Feld, wo ihr im Hintergrund seht, das ist transparent. Also wenn ihr das jetzt drucken würdet, würde nur der Dreibeiner gedruckt und nicht das Karo-Feld. Das Karo-Feld ist einfach bloß, dass ihr kennt, dass das die Transparenz ist. Also es ist nicht, dass es das ein weißer Hintergrund ist, weil weiß ist ja auch in dem Fall eine Farbe. Wir machen es aber wieder zu. Wir haben ja die Auswahl im anderen Bild. Gehen hin und öffnen. Ich habe, glaube ich, noch irgendwo. Ich glaube, das hier war es. Das öffnen wir mal. Das andere Bild hin. Hier. So, hier haben wir ein Bild von der Burg Hohenzollern oder von der Burg Hohenzollern raus ins Tal geschossen. Das hier hinten müsst, könnte Biesingen sein. Ich will es jetzt aber nicht beschwören. Und wir wollen jetzt den Dreibein hier einfügen. Wir haben den Dreibein ja vorher kopiert. Und wir machen einfach mal einfügen als eine neue Ebene. So. Jetzt ist der Dreibeiner natürlich viel kleiner als er sein sollte, obwohl wir können ihn auch so verwenden und weiter in den weiter hinten hinstellen. Hier könnt ihr dimensionstechnisch auch anpassen, würde ich behaupten. Ne? So, setzen wir noch vielleicht ein bisschen so, sodass er ein bisschen vom Gebüsch verdeckt wird nachher. Wir scrollen mal rein. So, jetzt schauen wir mal, jetzt wollen wir mal gucken, das ist jetzt auch ein bisschen Experimentierphase. Ach, hier seht ihr jetzt hier, jetzt kommen wir nochmal zu den Ebenen. Hier die unterste Ebene ist unser Bild. Ja, das können wir umbenennen, mit F, wenn ihr es anklickt, doppelt oder mit F2, dann könnt ihr das nennen. So, das nennen wir jetzt mal Hintergrundbild. Und bei der Zwischenablage, ihr seht, es wird dann markiert, je nachdem welches ihr gerade auswählt, dann nennen wir mal Dreibeiner. Oh. Jetzt können wir hingehen, je nachdem, was wir ausgewählt haben, gehen wir hier oben mal auf wo haben wir's? Ebene und dann transformieren. Hier haben wir die Spiegelfunktion. Hier können wir es jetzt horizontal, vertikal, also von links nach rechts drehen, dann guckt dann die andere Richtung. Dann haben wir noch die Möglichkeit, horizontal zu spiegeln, was natürlich in dem Fall Humbug ist. Und dann machen wir einfach rückgängig, Steuerung Z. Oder ihr geht hier drüben auf Ebenen, hier könnt auf die, wie heißt es denn hier genau, das Journal anzeigen. Hier seht ihr die Schritte, wo ich gemacht habe, die kann man dann wieder rückholen. Oder ihr könnt hier oben auf rückgängig gehen, also das ist euch dann überlassen, wie ihr das wollt. Was wir jetzt machen können, wir können mal schauen, ich kann mal mit den Farben ein bisschen rumspielen. Mal gucken, ob es irgendwas Automatisches gibt. Wie gesagt, ich experimentiere jetzt selber. Automatisch. Abgleichen. Mal schauen, was passiert. Okay, jetzt wird so ein bisschen weiß. Jetzt hat aber so ein bisschen einen Tarnfleck-Effekt, würde ich sagen, oder? So ein bisschen Old Metal. Ja, so. Was ja auch nicht schlecht aussieht, würde ich sagen. Ist aber nicht unser Ziel, darum drücken wir Steuerung Z und er bekommt wieder seine Originalfarbe. Und wir lassen jetzt einfach mal die Farbe. Und jetzt steht er natürlich hier unten auf diesem Gebüsch. Was natürlich völlig Banane ist. Ne? Wir wollen, dass das Ganze einigermaßen passt, dass man also auch sieht, dass da ein Gebüsch ist. Wir gehen mal auf unseren linken Fuß und wir greifen einfach mal zum Radierer. Und wie ihr seht, schwuppsdiwupps, verschwindet hier dieses Ding. So, jetzt kommen wir natürlich hier an solche Stellen, wo das Gebüsch kommt. Und der, ba und der Fuß. Und jetzt wird es ein bisschen krakelig mit dem ganzen Ausschneiden oder Löschen. Wir machen die Löschung rückgängig und bearbeiten jetzt den Hintergrund. Wir gehen jetzt hin, markieren ungefähr den Bereich, wo der Fuß ist. So, diesen hier.
gehen auf Kopieren und Einfügen als ein neues Bild. Und der kopiert, da wir ja nur diese Ebene ausgewählt haben, kopiert er jetzt nur dieses Stückchen Gras da hinten oder Gebüsch. Jetzt gehen wir hin und zoomen das Bild mal rein. Und wir sehen jetzt hier die braunen Stellen, wo man jetzt durchgucken kann und wo auch der Fuß des Dreibeiners sein sollte. Ne? Wir gehen jetzt hin, versuchen wir es mal mit dem Zauberstab. Mal gucken, wie weit wir da kommen, ohne dass wir das Grüne mit angreifen. Ja. Hier noch ein bisschen Automatik. So. Und das, die Wiese, die gehört natürlich auch nicht dazu. Okay. So, jetzt geht die Pixelarbeit los. Wir nehmen hier ein bisschen unser Lasso und fahren mal diese Stellen ab, wo wir auf jeden Fall noch haben wollen. So, fangen wir einfach vorne an. So, jetzt erstmal das Grobe. Das hier ist auch kein Gebüsch mehr. Hier ist noch kein Gebüsch mehr. Kein Gebüsch. Ja. Und das hier ist alles kein Gebüsch mehr. Also ihr seht, es ist ein bisschen eine Sisyphusarbeit, aber das macht die Sache dann doch schon ein bisschen interessant und es verballert eine Menge Zeit. Oh, das lassen wir dran. Das lassen wir auch dran. Oh, hier noch ein Stückchen, da können wir mal hier eingreifen, so ein bisschen aus. Also ihr könnt hier auch außerhalb des Bildes rausmarkieren. Ach, das können wir eigentlich alles nehmen. Ja, muss ich nachher nochmal machen. Und ja, jetzt kommt wieder der Vorführeffekt. Ich habe vergessen, hier vorne das Ding anzuklicken. Machen wir zurück. Klick nochmal an. Wahrscheinlich habe ich zwischendrin während der Bearbeitung Steuerung gedrückt. Hier können wir das Ding gleich rausholen. Zack, zack. Ich hätte jetzt auch den Schwellwert für das automatische Markieren noch rausnehmen können oder erhöhen können, den Schwellwert. Aber dann wäre vielleicht das Braun dann doch zu nah an das Grün gekommen von dem Gebüsch und der Acker wäre dann doch. Also das Gebüsch wäre dann doch zu viel abgeschnitten worden oder weggeschnitten worden. Und ja, ein bisschen Pixelarbeit schadet keinem, würde ich sagen. Also da kann man schon ein bisschen was dran machen. So. Das können wir auch mal abschneiden. Humbug. Das lassen wir mal dran. Natürlich hässlich gewachsen, ne? Und zack. Oh, jetzt. So, jetzt haben wir den oberen Bereich schon mal ausgeschnitten. Hier diesen Zipfel können wir auch noch wegmachen. So, jetzt kommen wir hier in die Innenteile von dem Gebüsch. Ihr könnt auch noch mal zurückschalten, um einfach abzugleichen. Hier ist die tiefe Versenkung. Das ist das hier. Hier ist noch ein Ausschnitt. Das ist hier. Da können wir auf jeden Fall diese paar Pixel absagen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Zur Auswahl hinzufügen. Genau. So, dann kommen wir auch hier zu dem Ausschnitt. Hier können wir auch ein bisschen machen. Mal ein bisschen grober ausschneiden. Wie gesagt, das ist Natur, da ist alles krumm und schief. Da braucht man nicht so furzgenau arbeiten. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie hoch die Auflösung des jeweiligen Bildes ist. So, ich würde sagen, hier könnte man auch, schauen wir nochmal beim anderen. Hier zum Beispiel kann man durchgucken, hier kann man durchgucken. Mal schauen, was noch hinten im Dreibeiner liegt. Also wir werden hier noch ein bisschen ausschneiden. Und wieder vergessen. So, das ist die Strafe. Nicht zur Strafe, nur zur Übung.
wie gesagt, ihr seht, ich mache das ja auch ein bisschen grob und kann man dann noch durchgucken. Hier kann man auch vielleicht noch ein bisschen durchgucken. Das machen wir jetzt einfach so. Da kann man noch ein bisschen durchgucken. Oh. Genau. Hier kann man noch durchgucken. Wieder vergessen. Das ist die Macht der Gewohnheit, ne? Also.